Namaste und herzlich willkommen zur einfachen Mantra-Meditation. Eine sehr gute Meditationstechnik für Anfänger und Fortgeschrittene, um den Geist zur Ruhe zu bringen und innere Stille zu erfahren. Diese Technik gehört auch zu den Achtsamkeitsmeditationen, welche hilft, sich zu lösen von der Identifikation mit Körper, Gefühlen und Gedanken. Sitze ruhig und gerade für die Meditation. Du kannst dabei kreuzbeinig, kniend oder auf einem Stuhl sitzen. Achte darauf, dass die Schulterblätter locker nach hinten und unten gehen. Du kannst die Hände entweder gefaltet halten oder die Hände übereinander geben oder die Hände auf die Knie oder Oberschenkel geben. Kopf ist aufgerichtet. Und stelle dir vor, von oben wird dein Kopf nach oben gezogen oder dein Kopf wird leicht, als ob er schwebt. So richtet sich dein Rücken, deine Wirbelsäule von selbst auf. Dies ist der erste Schritt der Meditation, Asana, die ruhige Sitzhaltung. Jetzt atme ein paar Mal tief mit dem Bauch ein und aus. Atme 3 bis 4 Sekunden lang ein, atme 3 bis 4 Sekunden lang aus. Beim Einatmen geht der Bauch hinaus, beim Ausatmen geht der Bauch hinein. Einatmen, Bauch hinaus, ausatmen, Bauch hinein. Bringe so neuen Sauerstoff zum Gehirn und aktiviere Prana, die Lebensenergie im Sonnengeflecht. Dies ist der zweite Schritt der Meditation, Pranayama, die tiefe Atmung. Jetzt komme zum dritten Schritt der Meditation, Pratyahara, das Hineinversetzen des Geistes in einen meditativen Gemütszustand. Stelle dir vor, von oben strömt Licht in dich hinein. Und wiederhole geistig beim Einatmen: Ich verbinde mich mit der kosmischen Energie. Beim Einatmen: Ich verbinde mich mit der kosmischen Energie. Dann spüre in dein Herz hinein. Vielleicht spürst du dort ein Licht oder du spürst Freude und Liebe. Und wenn du weiter tief ein- und ausatmest, stelle dir vor, dass du beim Ausatmen vom Herzen Licht in alle Richtungen schickst. Und wiederhole beim Ausatmen: Ich schicke Licht und Liebe in alle Richtungen. Ich schicke Licht und Liebe in alle Richtungen. Jetzt komme zur eigentlichen Meditation, zum eigentlichen Meditationsthema Dharana, die einfache Mantra-Meditation. Sie besteht daraus, dass du jetzt den Atem fließen lässt, wie er will, dass du alles annimmst, was auch immer sich an die Oberfläche deines Geistes heftet, alles beobachtest, dich mit nichts identifizierst und zusätzlich das Mantra wiederholst. Wähle dir jetzt ein Mantra aus, zum Beispiel Om, einatmen Om, ausatmen Om. Wenn du ein anderes Mantra kennst, wie Om Namah Shivaya, kannst du auch dieses wiederholen. Wenn du gerne ein deutsches oder ein anderssprachiges Mantra oder Wort wiederholen willst, kannst du das auch tun. Wie Wohlwollen oder Liebe. Wiederhole also jetzt Om oder das Mantra oder das Wort deiner Wahl beim Ein- und Ausatmen. Und sei dabei neugierig, wie der Atem jetzt von selbst fließt. Er mag langsamer werden, er mag schneller werden, er mag sanfter fließen, er mag tiefer fließen. Zwar wird der Atem schon allein dadurch anders, dass du ihn beobachtest,
aber beeinflusse ihn darüber hinaus nicht weiter willentlich. Du kannst die Bewegung des Atems im Bauch spüren, wie der Bauch vor und zurück geht, und wiederhole dabei Om oder dein Wort. Du kannst die Bewegung des Atems auch in den Lungen spüren, vielleicht sogar als Gefühl im Herzen, das sich beim Ein- und Ausatmen verändert, während du Om oder das Wort wiederholst. Du kannst die Veränderung der Temperatur in den Nasendurchgängen spüren, während du ein- und ausatmest. Beim Einatmen werden die Nasendurchgänge kühl, beim Ausatmen werden sie etwas wärmer. Beim Einatmen spüre, wie die Nasendurchgänge kühler werden, beim Ausatmen wärmer. Wiederhole gleichzeitig das Mantra. Und während du so dasitzt und den Atem beobachtest und das Mantra wiederholst, kann es auch geschehen, dass andere Bewusstseinsinhalte kommen. Vielleicht hörst du auch andere externe Geräusche außer der Stimme von mir. Vielleicht spürst du etwas auf der Haut. Vielleicht kommen irgendwelche körperliche Wahrnehmungen in den Knien, Hüften oder woanders. Auf der Haut. Vielleicht kommen irgendwelche Gedanken zwischendurch in deinen Geist. Was auch immer kommt, nimm es kurz zur Kenntnis. Grüße es kurz mit deiner Achtsamkeit. Schicke das Mantra dorthin. Und dann löse deinen Geist von diesen Bewusstseinsinhalten und beobachte wieder den Atem und das Mantra. Und wann immer der Geist neue Worte erzeugt oder wann immer solche Bewusstseinsinhalte an die Oberfläche des Geistes kommen, beobachte sie, sei ihrer bewusst, lächle ihnen zu und dann löse dich wieder davon. Kehre zurück zum Mantra, zurück zur Beobachtung des Atems. Es können auch besonders schöne Gefühle und Wahrnehmungen kommen. Vielleicht spürst du eine Freude im Herzen. Vielleicht siehst du ein Licht im Punkt zwischen Augenbrauen oder der Stirn. Vielleicht spürst du ein sanftes Pulsieren von Energie im Herzen oder in der Stirn oder in anderen Teilen deines Energiesystems. Auch diese schönen Empfindungen, beobachte sie, sei ihrer bewusst, schicke das Mantra dahin. Löse dich wieder davon und beobachte den Atem, beobachte das Mantra und sei neugierig, was als nächstes kommt. Jetzt meditiere weiter in der Stille, bewusst, entspannt, achtsam.
Vertiefe wieder deinen Atem. Wiederhole noch ein paar Mal das Mantra bewusst beim Ein- und Ausatmen. Und wiederhole geistig die Affirmationen. Ich bin voller Kraft und Energie. Mir geht es gut. Ich freue mich auf den weiteren Tag. Ich freue mich auf alle Erfahrungen und Herausforderungen des Lebens. Wenn du magst, singe Om mit mir zusammen und die Mantras, wenn du sie kennst. Om. 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 Loka samasta sukhino bhavantu, loka samasta sukhino bhavantu, loka samasta sukhino bhavantu. Mögen alle Wesen Glück und Harmonie erfahren. Om Shanti, Shanti, Shanti. Om Frieden, Frieden, Frieden. Om Bolo Satguru Shivananda Maharaj Ki Jai. Bolo Shivishnivananda Maharaj Ki Jai. Saradevi und Sukadev wünschen dir einen wunderschönen Tag, eine wunderschöne Woche mit viel Freude im Herzen.